Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge From Zero to Hero hier aus dem Livestream am Sonntag. Für euch ist das ebenfalls die Sonntagsfolge, also heute Abend wieder Livestream, kommt gerne vorbei. Wir sind auf der Gamsting Map in unserem Projekt und der Axel ist wie immer auch mit dabei. Hallo! Ja. Ja, viel zu tun, Alter. Ja, da hast du wohl. Sehr, sehr viel zu tun, ja. Halla, die Weife. Da hast du wohl recht. Ja. Dein Feld endlich durch, Milo? Hä, hey, schon lang? Ich meine auch mit komplett abernten. Ja, alles fertig. Ah, ja, gut. Das ist doch schön. Eben schon, als wir uns beim Global Market da rumgeeiert haben, schon da war es schon fertig. Also oh, ich hatte die letzten Ballen da gerade auf. Da geht's doch, da ist doch sehr gut. Jo. Hat ja auch lang genug gedauert, würde ich sagen. Ne? Das war wirklich, ey. Ich bin eine ganze Weile beschäftigt. Wie viele Folgen insgesamt? Zwei oder drei? Ach, mehr, keine Ahnung. Mehr? Ich war ja ständig dort. Es war ja erst das Ernten, dann. Ach, ich war gefühlt Monate dort. Den Bezug zur Zeit verloren. Alla, alla, alla. Ja, die Zeit ist noch auf 0 übrigens. Ah, dann drücke ich den immer 5. Die Zeit soll zwar auf 5, aber es geht. So. Oh, nee. Ah, so. Nein. Oh. Machen wir unsere Lieblingsbeschäftigung: Ballenpressen. Eilenpressen. Da, ja. Auf die Felder kennen. Ach ja. Ist das schön? Warte mal, kurz gucken. Palim. Ich mache mal eine Abstimmung. Damit dürfen die YouTuber Rinos jetzt leider nicht mitmachen. Das geht halt technisch nicht. So. Was zocken wir am Anschluss quasi? Nee. Nicht, Gottes Willen. Kauft ja nur den 8R, da passt schon rein. Ja, nee, darum geht's nicht. Schön dir, was meinst du? Wie meinst du? Was erklär mal die Thematik bitte. Was los? So, wir werden erstmal zu Feld 7 fahren, denn da steht schon der liebe LU-Mitarbeiter. Oh. Nee, ich mache keine Abstimmung. Doch, wir machen zwei Abstimmungen. Das ist die fünfte Folge, die letzte Folge. So. Jetzt bin ich gespannt, meine Lieben. Jetzt bin ich gespannt. Hab ich? Wir warten, wir warten mal ab und genießen. Jo, Arthur, hau rein. Hä, du musst doch nicht reinschreiben. Spiel ihm doch einfach ab. Wieso? Was willst du denn abwarten und genießen? Ne, nicht beim Abfahren. Hallo bei den Strafkammern. Jo. Also Manu meint, du bist die ganze Zeit rumgefahren, obwohl er eine ganze Strecke gefahren ist zum Global Market. Was? Ja. Weil ich habe nicht verstanden, was? Er ist eine gute Strecke gefahren. Ich weiß nicht, wo er zuerst stand, aber ja. Er ist ein gutes Stück gefahren während des Stopps. Folge wurde nicht angekündigt. Und es wurde auch kein Start geschrieben. Ja gut, aber das ist ja was anderes. Also ob er jetzt Start vergessen hat, ist ja was anderes. Ich fahre los, sobald er anmoderiert hat. Und ich weiß ja nicht, wann anmoderiert wurde gerade.
Dann war wahrscheinlich das ganz große Problem einfach nur, dass kein Stadtring gestanden war. Jetzt glaube ich nämlich. Dann richtig gemacht und wir haben einfach gestanden und gedacht, warum fahren denn die jetzt? Ja, genau, das wird wohl so sein. Okay. Also, weil ich bin definitiv losgefahren, als er anmoderiert hat. So lange habe ich da gestanden. Okay. Und ja, ich glaube, der Start kam einfach zu spät. Nee, eben nicht. Doch, Ex-Latz hat es reingeschrieben, nachdem du Stopp geschrieben hattest. Ja, und dann ist er aber schon ein gutes Stück gefahren. Also hat er einen Fehler gemacht, nicht ich. Nicht Manu oder sonst wer. Dann hat sich das erledigt, Milo. Wir klären das unter uns. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war nicht bei ihm im Stream. Nee, du hast gestanden, ja. Bevor Start geschrieben wurde. Alles gut. Ja, gut, dann klärt das. Also, wie gesagt, ja. Na, alles gut. Kannst ihm auch sagen, wird sich klären. Ja. So, Palim. So. Wann los, Milo? Ach, keine Ahnung. Pardon. Ach so. War der Zuschauer, ja krass. Ey, krass. Unglaublich. So. Ja, so, ich gehe jetzt einkaufen. Und zwar kaufe ich einen... Achso, ich muss immer die Abstimmung. Okay, die ist relativ eindeutig. Klar. Und dann, ich würde mir kurz was kaufen. Ja. Ja. Palim. Was? Ist das nicht oh Mann, haben wir kein Place Anywhere oder so? Warum? Weil ich einen Kercher kaufen wollte, aber ich kann das nicht platzieren. Okay. Ja, wie ist jetzt auch nicht. Warte mal, hier geht's. Achso, warte mal, ich habe hier hinten noch sogar einen Waschplatz. Vielleicht geht's ja hier. Schön. Warum kann ich es denn auf der Wiese platzieren und hier nicht? Palim. Ah, okay. Milo, möchtest du ein Feld kaufen? Haben wir diese Frage geklärt? Was? Wir hatten damals gesagt, gekaufte Felder dürfen nicht mehr verkauft werden. Einfach zu verhindern, dass... irgendwas wollte man damit verhindern. Das war bei den Pachtfeldern, die müssen... Nee, das ist klar, Pachtfelder ist was anderes. Ja, meine eigenen Felder kann ich ja verkaufen. Nee, das hatten wir eben gesagt nicht. Kannst du mal, lest doch mal nach, bitte. Ja, dann lest du nach. Ich weiß, ich hab das doch nicht. Ja, dann zieh die Frau Strafkammer nach oben. Oder alle beide. In unsere Challenge. So. Warte kurz. So, weil die Thematik, weil sonst können wir uns ja gar nichts kaufen oder verkaufen. Ja, dann mach halt. Also, was willst du, was denn für eins? Ja, nee, lass das mal mit Strafkammer. Nein, abfahren. Ich habe doch nachgelesen, ist nix. So. Ich bin mir zwar sicher, dass wir es gesagt haben, aber ja, passt. Was denn? Ja, warte kurz. Hallo, Frau. Ich hab's doch nachgelesen. Ist gut, ich will mich auch Alter, ich habe keine Zeit. Ja, und Frau Strafkammer, ist es so, bin dass nicht. Wir eigene Felder, die wir nicht gepachtet haben, verkaufen dürfen? Gibt es da noch irgendeine Klausel, wo wir uns dran halten müssen? Wie geht dieser scheiß Global Market Kack auf? Aha, ich hab's. Hallo, ist die Strafkammer anwesend? Ja, ich lese mir das gerade durch. Moment. Ich hab schon nachgelesen, es steht nichts, was dagegen. Aber er will ja einfach nicht den Mund halten. Will hier jeden belästigen, will jeden belästigen, den er irgendwie greifen kann. Bei dir linken Menschen müsste ich. Ja, na klar, ja. Das überall ist platzieren ist aktiviert. Aber ich kann es. Pachtfelder wieder verkaufen? Ja, das ist ja kein Pachtfeld. Nein, das ist eigenes Feld. Oh, wir können es beenden, es ist in Ordnung. Welches Feld willst du verkaufen? Warte, die Strafkammer hat dazu. Oh, noch nichts Maria gesagt. Gottes. Das auf dem Sonntagabend, ey. Mal durch die Woche zwischendrin, kommt. Ich habe gerade das aktiviert, probiere es nochmal zu platzieren, aber ich glaube, die mag das nicht. Nee, kann ich glaube. Nicht versprechen. Ja, ich könnte es auf einer Wiese platzieren, was mir irgendwie gar nichts, aber egal, dann platziere ich. Die Straßen hier auf der Map, die lassen eh nichts zu, also so die Textur in der Straße. Frau Strafkammer, was ist denn?
bin doch am Lesen. Ich bin kein schneller Leser. Also hier steht nur was von Pachtfeldern drin. Quatsch. Also haben Sie da auch nichts weiter drin? Moment, Regel 10. Pachtfelder müssen mindestens 3-mal abgeerntet werden, bevor sie wieder zurückgegeben werden können. Geht ja aber nicht. Genau. Ja. Und weil da vorne steht, glaube ich, im Text, ich habe es letztes leider nicht offen, aber aus meinem Gedächtnis, dass nur beim Kauf der Kontrahent, glaube ich, gefragt werden muss. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Nein, steht drin. Regel 1, Feld und Grundstückskauf vorher anfragen. Genau, nicht verkaufen, ne? Okay, gut, wie gesagt, wollte ich bloß. Wir können aber gerne mit reinnehmen, vorher fragen beim Kontrahenten oder LU. Frau Strafkammer, das überlasse ich gern Ihnen. Nein, das bin ich gerade bei Ihnen beiden. Ob das für Sie in Ordnung ist, dann würde ich es mit reinnehmen. Ich bin nämlich gerade am Schreiben beim Dokument. Wenn Sie das machen, Frau Strafkammer, ist das definitiv in Ordnung, natürlich. Nein, ich möchte da auf Herrn Milos. Ja, ist in Ordnung. Gut. Hat er auch schon gesagt. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gehört, weil Sie so viel reden. Kann euch nicht sein. Doch. Gut. So, wir gehen wieder runter. Dankeschön. Okay, Meide, Feld 7, wir sind einfach nicht. Nee, willst du nicht. Gut, dann verkaufe ich das mal. Palim. Gut. Milo, ich würde mir gern Feld 24 kaufen. Okay. Kannst du es unten bestätigen, weil sie einfach bestätigt haben? Hallo? Mach doch bitte. Das ist halt blöd. Der sagt doch weiß. Ich hab zu tun. Hallo. Ja, er darf das Feld kaufen. Oh, danke. Ja, aber. Oh, Maria Gottes. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, meine Freunde. Ich schreib's auf. Abstimmung wird gemacht. Sorry, YouTuber, dass ihr nicht mitmachen könnt. Aber ich hoffe, ihr seid mit dem. Wir sind heute relativ viele Leute hier. Wenn die fleißig mit abstimmen, kommen wir da auf ein ruhiges Ergebnis. Auf ein gutes Ergebnis. Und zwar, es gibt einmal, was sollen wir kaufen? Einen Fendt 1050. Wir haben 5 Möglichkeiten, die schreibe ich jetzt auch auf. Ich versuche die zu nutzen. Einen Johnny 8R. Einen, ungern will ich den JCB eigentlich reinnehmen. Mach nur, ist eine gute Investition. Nee, den will ich nicht. Aber wenn es deine Community findet, bestimmt geil. Der hat halt auch nur 348. Echt doch für dich. Oder nicht? Jetzt hatte ich so einen Spruch, aber der ist nicht. Er ist nicht, er ist nicht Twitch-konform. Bitte aufschreiben mit P. Sag ihn ruhig. Nein. Sprich dich aus. Ja. Oh, ist das schön. Ja, du weißt, ne? Komm mal, Jo. Nein. Es kribbelt. Aber warte mal, was hat der mehr? nee, aber bleibt ja gleich. Wenn, dann nehmen wir den wahrscheinlich. Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir sind wieder fast dran. Gut, finanziell sind wir ein bisschen arm dran. Aber das regelt mal alles gleich. Regeln wir. Wirklich. Regel mal. So. Bei der Wiese muss man sagen, die haben wir lange nicht mehr in Gebrauch gehabt. Ne? Also, da waren wir lange nicht mehr zugange. Also, ich biete euch hier alles an. Also, ihr habt eine breite Auswahl. Entschuldigung, ich hoffe, es machen viele mit. Unglaublich. Eine Pizza. Was hast du denn für zur Auswahl Schönes? Magst du es erzählen? Sage ich dir gleich. Von mir aus kannst du das gerne wissen. Das ist schön. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange die Zuschauer, auch ich glaube auch auf YouTube, darauf warten, dass ich mir einen Traktor kaufe. Also das ist echt, jetzt habe ich auch gesagt, jetzt reicht es auch dann.
Und jetzt. Dann noch ein Shintiro, oder? Naja. Naja. Hey, komm, ich nehme mit rein den JCB, dass sich hier keiner beschweren kann, vielleicht. Ah, ist doch schön. JCB ist doch was Feines. JCB, Beste. So, meine Freunde, abstimmen bitte, jetzt. Also, Sie haben die Möglichkeit zu wählen zwischen Fan 1050, Johnny 8R, Axion, Case Magnum und JCB. Ja. Ja, schöne Dinger, wollen wir ganz ehrlich sagen. Kuschmitter. K-U-S-C-H-I-D-E-R. Kuschmitter. Kommt natürlich dann auch drauf an, wie man es ausspricht, ne, meine Lieben. Achso, ich hätte vielleicht den Preis noch dazu schreiben sollen, aber nee, ihr wisst ja ungefähr. 942, Fendt, mir geht's gut. Was macht bei dir die Kunst? Alles schicki? Palim, palim, palim. Schauen wir mal kurz. Okay, er ist gleich da. Wo haben wir unser Gefährt? Den haben wir ja vorne. Ja, das passt ja. Das. Ja, Fendt. Fendt 2, sehr gut. Finde ich vollkommen in Ordnung. Hast du gut gemacht. Einfach, JCB ist einfach Bester. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand den damals geil, den der Tino hatte. Den alten. Aus dem Youngtimer DLC. Den hat er ja auch lange gehabt, als sie auf Gamsten gespielt haben, weißt du? Ja. Der war halt auch wirklich sehr, sehr nice. So, die schwart noch, die andere noch und dann haben wir es soweit, meine Lieben. Dann haben wir es soweit. Genau, Genie, also Dokumente aus anderen Projekten ist schon mal jetzt Fakt, werden hier definitiv nicht irgendwie gezeigt oder sondersgleichen. Also da guckt ihr bitte in die Folgen rein, wenn ihr es sehen wollt und wie und was und wo. Aber hier wird es nicht gezeigt. Ja? Ist ganz einfach so. So, dann sehen. Dokument aus True Farming irgendwie, was da vom Bürgermeister gezeigt wurde und einem drum und dran. Da könnt ihr gerne, wie gesagt, in die Folgen reinschauen. Könnt ihr gerne in die Folgen reinschauen und da seht ihr's. Und alles ist gut, meine Lieben. Ja. Der ist fertig. Laden wir die paar jetzt noch auf. Dann fahren wir ganz fix wieder nach unten. Ach, das ist Excel gut. Weil es da drin lag oder was? Abstimmung ist fertig. Jetzt bin ich gespannt. 71 Leute für Fendt, 44 für Johnny, 6 für Axion, 6 für Magnum und 6 für John JCB. Oh, aber es ist wenigstens fett geworden. Ja, es ist fett geworden. Gut, dann kaufe ich jetzt den Fendt. Ihr habt's entschieden. Ich dachte eher JCB, aber okay. Fendt ist, ja, Fendt ist halt Fendt. Ne? Hat halt die meisten PS auch, glaube ich, ne? Ja, 512 PS. Okay, ja gut, dann ist klar. Ja. Ich glaube, das waren am Ende das Zünglein an der Waage, die PS. Dann ist ganz klar, wenn es die PS zahlt oder wenn es danach geht, ne, dann definitiv sehr, sehr cool. Gut, na denn. Ich habe auch noch eine Idee mit einer der Zocker ist sehr einfallsreich, muss man ganz ehrlich sagen. Sorry, wenn ich da jetzt nicht weiter drauf eingehe, aber sorry. So. Ja, ich habe auch noch eine Idee betreffend eines Fans, eines Traktoren. Ich weiß aber nicht, ob wir den schon drauf haben. Ich muss nachher mal bei den Mods reingucken. Wenn wir den noch nicht drauf haben und der für dich okay ist,
könnten wir den ja mit draufnehmen. Was denn? Ich weiß jetzt nicht genau. Muss da erstmal gucken. Dann kann ich dir genau sagen. Kann ich dir dann genau sagen, was es ist? Oh. Noch mit? Ja, weil es ist ja jetzt Quatsch, wenn du jetzt einen übelsten Fendt reinholst, der die Hälfte Nein. kostet, aber genauso viel PS hat und ich jetzt die Bude kaufe. Nein, der hat nicht. Der hat nicht dieselben PS. Ja, aber gleich annähernd. Also der, anders gesagt, wenn du jetzt einen Fendt reinholst, der ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Nee, Manu, das weiß ich nicht, deswegen wollte ich da einfach mal in Ruhe gucken, ob das so ist. Wenn das so ist, dass er vom Preis her dasselbe ist wie bei dir, könnte man überlegen, ob man mit reinnimmt. Wenn es natürlich das Ganze unterschreitet wie bei dir, bleibt er natürlich aufgrund dessen der Fairness unten. Ja? Ja, dann kann man wohl so machen. Weil so bin ich ja da nur auch nicht, ne? Dass man da irgendwie da eigentlich wissen oder nicht. Ja. Also, ist unglaublich. Unglaublich. So, warte mal, wo steht er? Hier steht er. Ah. Okay, meine Lieben, das müsste sich noch ausgehen. Manu, ich will dann bloß noch fix zum Global Market runter und dann könntest du uns was Schönes erzählen. Jo. Ja. Den fahren wir weiter. So, mal gucken. Natürlich fängt schon wieder an, es wird finster wie in Bern, Poppes. Dietmar, servus und hallo, ich grüße dich. Was macht die Kunst? Liegst du ganz entspannt auf dem Stuhl oder auf der Couch? Da, meine Lieben. Jetzt mal fix. Global Market. Aber es ist schon krass, dass wir es geschafft haben, den Global Market komplett auszufüllen, dass er nichts mehr annimmt. Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist schon immens. Bin ich geplättet. Ganz ehrlich sagen. Oh, meine Lieben. Kann man das noch hier reinkrachen? Und dann müsste es eigentlich passen. Paulin, bin ich gespannt. Drehschimmel finde ich zu schön, Moinsen. Verkaufen, das kann ich übers Herz bringen. Ich kaufe erstmal nichts weiter, das reicht erstmal. Brauche jetzt nicht auf Krampf irgendwie einen Tandem. Da blutet ihm das Herz. Nee, die sind zu schön. Die, diese, wie heißen sie? Rudolf, ne? Ja, ich glaube. Okay. Gut, Milo. Ja, wenn du willst, erzähl uns mal was Schönes. Warte, ich würde noch kurz was. Können wir noch ein bisschen? Ja, was willst du denn alles noch machen? Na, nix. Ich will nur noch auf den Hof fahren und mal meinen Kuhstall gucken. Wir müssen ja schon irgendwo dann auch zum Ende finden. Wenn du hier beim Shoppen kein Ende siehst. Ah? Du hast mich aufgehalten mit dem unnützen Strafkammerscheiß. Sonst wäre das schon lang passiert gewesen mit dem Kaufen. Was habe ich denn gemacht? Ja, mich aufgehalten mit irgendeiner Scheiße. Was? Warum? Du müsstest doch mit der Strafkammer reden, nicht ich. Ja. Wollte mich nur absichern bei dem Feld. Ich kenne dich, mein. Mhm. Nicht, dass du gleich wieder losrennst. Ja. So. So, meine Lieben, gleich haben wir's. So, der Joe ist ja noch, oh ja, kräftig am Arbeiten. Sehr gut. Dann werden wir hier jetzt gleich mal drauf fahren. So, ich war soweit. Ja, na dann. Erzähl uns mal was Schönes. So, meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind am Ende der Folge angelangt.
Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr hier von dem Kauf haltet und so weiter. Ist halt ein Riesengerät, ne? Muss man halt sagen. schaut gerne beim Axel vorbei, der ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten freuen wir uns auf den nächsten Sonntag, da nehmen wir wieder auf. Seid heute Abend gerne mit dabei. Und ja, bis dahin. Ciao.